Herzlich willkommen zu Asklepios Informationssendung. Heute geht es um eine Krebsform, die den Mund- und den Rachenraum befällt. Es ist das sogenannte Oropharynxkarzinom. Gefährdet sind vor allem Menschen, die viel rauchen und viel Alkohol trinken, aber inzwischen wird auch ein Virus dafür verantwortlich gemacht. Über diese Krankheit sprechen wir heute. Bei mir ist Privatdozentin Dr. Silke Tribius. Sie ist Chefärztin des Hermann-Holthusen-Instituts für Strahlentherapie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Tribius. Vielen Dank, Frau Kaller. Danke, dass ich da sein darf. Sagen Sie mir, wo genau findet man diese Tumoren im Mund- und Rachenraum? Es gibt ja eine ganze Vielzahl, wenn ich das mal zeigen darf, von Kopf-Hals-Tumoren. Die betreffen den Mund- und Rachenraum, können aber auch den Kehlkopf betreffen. Wir sprechen heute über das sogenannte Oropharynxkarzinom. Das kann hier im letzten Drittel der Zunge sein. Also wenn Sie den Mund ganz weit aufmachen, in den Spiegel schauen, sehen Sie die letzten Teile der Zunge. Hier in der Rachenwand oder aber auch im Bereich der Gaumentonsillen, der Mandeln, wie der Volksmund sagt. Das ist die klassische Lokalisation für die Oropharynxkarzinome. Ja. Dann kann man auch einen Tumor zum Beispiel im Mundbereich haben, im vorderen Drittel der Zunge oder auch im Kehlkopf oder aber auch hier oben im sogenannten Nasenrachenraum, die bei uns hier seltener vorkommen. Ja. Bekommen sowohl Männer als auch Frauen diese Krebsart gleichermaßen? In der Regel ist das so, dass die Kopf-Hals-Tumore männerlastig sind. Ist immer ein Drittel mehr Männer als Frauen betroffen. Das ist schon immer so, klassischerweise. Das liegt sicherlich auch an den Risikofaktoren, die für diese Tumoren verantwortlich sind. Das ist meistens Nikotin und Alkohol, aber wie Sie schon erwähnt haben, beim Oropharynxkarzinom kann das auch ein Virus sein, das sogenannte HPV-Virus, humane Papillomvirus. Dieses Virus kennt man aber eigentlich ja. Soll ich Ihnen das abnehmen? Ich darf das mal hier nehmen. Ja, genau. Dieses Virus kennt man ja eigentlich aus der Frauenheilkunde, habe ich das Gefühl. Das ist richtig. Die Assoziation von Tumorerkrankungen mit diesem HPV-Virus ist bekannt und akzeptiert im Urogenitalbereich. Also zum Beispiel bei Frauen die Zervixkarzinome, die Gebärmutterhalskarzinome oder aber auch die Analkarzinome, Peniskarzinome, Vulvakarzinome sind alle HPV-assoziiert. Die Kopf-Hals-Tumore, also die Oropharynxkarzinome, die HPV-assoziiert sind, ist eine relativ neue Entität, die wir auch erst seit ungefähr 10 bis 15 Jahren kennen und zunehmend besser kennenlernen. Nochmal auf Deutsch für mich. Das heißt also, einmal gibt es diese Reizstoffe, die das auslösen können, vielleicht auch zusammen mit Alter, also Reizstoffe Alkohol und Tabakrauch. Dann dieses Virus, das ja dann offenbar für Sie bedeutet, dass auch ganz andere Menschen diesen Krebs haben, den man früher ganz einfach nicht dafür gehalten hat, oder wie? Früher wussten wir das nicht, dass es auch HPV und diesen Tumoren gibt. Die ersten Untersuchungen gibt es schon aus den 80er Jahren übrigens, wo keiner so richtig wusste, was das eigentlich zu bedeuten hat. Aber inzwischen wissen wir, dass diese Art Karzinome im Oropharynx, die HPV-assoziiert sind, sehr stark zunehmen. Wir haben vor allen Dingen viele Daten aus Amerika, wo praktisch fast 80% der Tumore im Oropharynx inzwischen HPV-assoziiert ist. Bei uns ist das etwas weniger. Mhm. Man sagt so ungefähr zwischen 25% und 40%, je nachdem, wo Sie gucken. Und das hat sehr große regionale Unterschiede und keiner weiß so richtig, warum das so ist. Ja. Heißt das dann, dass man sich anstecken kann eigentlich an dieser Krebsform? Wahrscheinlich. Das wird vermutet, dass das ansteckungsbedingt ist. Aber auch da wissen wir nicht, wann das eigentlich passiert, warum das passiert und wer am Ende dann tatsächlich den Tumor entwickelt und wer nicht. Man vermutet so ein bisschen die sexuelle Revolution in den 60er und 70er Jahren, dass das einen Beitrag dazu geleistet hatte. Aber ich glaube nicht, dass das die ganze Geschichte erklärt. Wir wissen es nicht. Bei dem Gebärmutterhalskrebs gibt es ja mittlerweile einen Impfstoff dagegen, gegen dieses Virus, den man, glaube ich, vor allem jungen Frauen verabreicht. Ist denn so etwas auch schon dann für diese Form des Krebses in Entwicklung? Ja, das sind die gleichen Impfstoffe, die verwendet werden. Also es gibt inzwischen den dritten Impfstoff gegen HPV-Viren. Wir wissen, junge Mädchen sollten alle geimpft werden vor dem ersten Sexualverkehr. Und inzwischen gibt es sehr gute Impfprogramme in England und auch in Australien. Die haben gezeigt, dass die gutartigen Veränderungen, die HPV-Viren ja auch machen, deutlich zurückgegangen sind, wenn man junge Menschen impft. Inzwischen auch zunehmend bei Jungen, also im männlichen Geschlecht. Ja. Hier in Deutschland ist das noch nicht so etabliert und auch noch nicht empfohlen. Aber man kann sehr wohl seinen Teenager, bevor er den ersten Sexualkontakt, auch in Deutschland impfen lassen. Aha, das heißt, der Arzt würde es akzeptieren, auch wenn es ein Junge ist oder ein junger Mann, der da kommt. Und am Ende wird es dann so sein, wie gegen Windpocken vielleicht eines Tages das oder wäre gegen die große andere. Hoffnung.
Das wäre Ihre große Hoffnung. Das wäre meine große Hoffnung, denn das Ziel ist tatsächlich die sogenannte Herdenimmunität, möglichst durchimpfen, sodass man dann in 30, 40 Jahren diese Tumore hoffentlich gar nicht mehr sieht. Ja, aber noch sehen Sie sie ja und müssen sie ja dann auch behandeln. Jetzt frage ich mich, wie läuft das denn ab? Denn also eigentlich, man geht zum Arzt, da sagt der Arzt, ah, da ist irgendwie was. Gehen wir ins Krankenhaus, kommt der dann zu Ihnen, der Patient? Es ist so, dass die meisten Patienten mit Kopfhalstumoren erstmal zum HNO-Arzt gehen, zum Chirurgen. Ja, und dann ist es ja zum Glück so inzwischen, dass wir Tumorkonferenzen haben. Alle Patienten werden gemeinsam zwischen den Disziplinen interdisziplinär besprochen. Und da wird entsprechend des Tumors eine für den Patienten optimale Therapieentscheidung gefällt oder Therapieempfehlung gefällt. Und wir wissen, dass diese Oropharynxkarzinome sehr gut auf Strahlentherapie und Chemotherapie ansprechen. Man vermutet, dass die Reparaturmechanismen in den Zellen schlechter sind, sodass sie schlechter reparieren können und dadurch besser empfänglich sind für die Therapieschäden und dadurch besser ansprechen. Insofern werden viele Oropharynxkarzinome inzwischen nicht mehr operiert, sondern strahlentherapeutisch und chemotherapeutisch behandelt. Wenn man herausgefunden hat, dass sie durch dieses Virus zustande gekommen sind. Genau. Mit dem Ziel, dass man das Organ und die Funktion erhält. Wenn Sie sich vorstellen, wenn hier hinten an der Zunge ein Stück fehlt, dann haben Sie sicherlich Probleme beim Essen und beim Schlucken. Und das will man vermeiden, indem man Organ und Funktion erhaltend therapiert, zunehmend. Genau, beim Schlucken, beim Sprechen, beim gesamten Verdauen wäre es ja dann auch so, beim Atmen. Also das heißt ja dann, dass in früheren Zeiten war das ja, wie ging das Leben denn früher danach weiter, als man das alles hat chirurgisch entfernen müssen? Früher, wo immer radikale Chirurgie betrieben wurde, waren die Patienten doch nach so einer Therapie von ihrer Lebensqualität sehr eingeschränkt. Das hängt natürlich immer vom Ausmaß der Operation ab, wie groß der Tumor war, wo der war. Man kann die nicht alle in einen Topf werfen. Ja. Aber das ist schon so. Ich hatte am Anfang meiner Karriere ein Schlüsselerlebnis. Ich kam als Student in eine HNO-Klinik in Amerika oder in die Strahlentherapie und hatte einen Patienten zur Nachsorge. Und der hat mir gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass ich so heute bin, dann wäre ich lieber an meinem Tumor gestorben. Und das hat mich sozusagen gebracht, mich intensiv mit den Kopf-Hals-Tumoren zu beschäftigen, auch strahlentherapeutisch zu beschäftigen, weil ich dachte, Mensch, das muss ja auch anders gehen. Und jetzt sitzen wir hier 25 Jahre später. Und rückblickend hat sich da unheimlich viel getan, was die Therapie dieser Tumore anbelangt. Ja, also gerade bei der Bestrahlung, was ja Ihr Fach ist, da ist ja die Befürchtung oft, dass man anderes mitbestrahlt, was man eigentlich gar nicht treffen möchte und dass das dann Schaden nimmt und vielleicht, ich sag mal, laienhaft verbrennt oder einen Hitzeschaden bekommt. Warum gelingt Ihnen das denn in dieser komplizierten Region, genau das zu treffen, was Sie treffen wollen? Das ist sicherlich dem technologischen Fortschritt zu verdanken. Wir haben in den letzten 20 Jahren einen sehr großen Fortschritt gemacht, was die Strahlentherapie-Technologie anbelangt. Während wir früher zweidimensional die Dosis in die Mitte des Körpers berechnet haben, hatten wir dann die dreidimensionale Planung mit der Zunahme der CT-geplanten Bestrahlungsplanung. Heute haben wir die modernen Linearbeschleuniger, die alle die Bestrahlungsintensität verändern, während der Patient bestrahlt wird. Und so können Sie im Innern ganz gleichmäßig die Dosis verteilen und gleichzeitig Risikoorgane, also sprich den Kehlkopf, Innenohr, wie auch immer, sehr gut schonen, sodass sie möglichst wenig Nebenwirkungen von der Bestrahlung haben und die Patienten hoffentlich am Ende mit einer guten Lebensqualität auch weiterleben, gerade die Patienten, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch geheilt werden. Was heißt denn das für den Patienten? Also CT kann ich mir vorstellen oder vielleicht auch wie ein MRT, man liegt, man wird bestrahlt. Wie ist das, wenn ich zu Ihnen dann komme für diese präzise Behandlung? Also wenn ein Patient zu mir kommt, da nehme ich mir viel Zeit, ich erkläre ihn auf, ich versuche zu erläutern, was die Situation ist, was die Therapiealternativen sind. Ich beschreibe die zu erwartenden Nebenwirkungen unter der Therapie. Die sind jetzt gar nicht so wichtig, weil die folgenlos abheilen. Aber für uns Strahlentherapeuten sind entscheidend die späten Nebenwirkungen, also das, was den Patienten danach erwartet. Gibt es ein ganz ausführliches Gespräch, was, wann, wie zu erwarten ist. Da haben wir inzwischen ganz gute Erfahrungen. Und dann wird der Plan gemacht. Dann bekommt der Patient eine Computertomographie zur Bestrahlungsplanung. Da wird eine Maske angefertigt aus thermoplastischem Material, sodass der Patient ganz korrekt jeden Tag, wenn er zur Bestrahlung kommt, in exakt der gleichen Position liegt. Und dann kommt er tatsächlich für so eine Kopf-Hals-Tumor-Bestrahlung 6 bis 7 Wochen täglich in die Strahlentherapie und bekommt die Strahlentherapie. Das dauert nur ein paar Minuten.
Und wenn der Patient gleichzeitig eine Chemotherapie benötigt, dann wird dann die Chemotherapie entweder alle 3 Wochen oder wöchentlich, je nachdem, verabreicht gleichzeitig. Und dann dauert die Therapie 7 Wochen oder 6 Wochen. Mhm. Und dann kommt der Patient zur Nachsorge, zum Chirurgen, sei es jetzt ein HNO-Chirurg oder ein MKG-Chirurg, und zu uns in die Strahlentherapie, und das in Intervallen über viele, viele Jahre. Denn wir sind wirklich angehalten, und es ist ganz wichtig, dass wir den Patienten ganz viele Jahre nachsorgen, denn die späten Nebenwirkungen können tatsächlich auch Jahre später auftreten. Und diese 6 bis 7 Wochen, von denen Sie in der heißen Phase sozusagen eben gerade gesprochen haben, ist er in dieser Zeit stationär bei Ihnen im Krankenhaus? Kann man stationär machen, man kann auch die Strahlentherapie ambulant machen. Das hängt so ein bisschen vom Unterstützungssystem des Patienten ab. Wir wissen, dass Patienten, die eine gute Familie haben, soziales Umfeld haben, die Unterstützung haben, die schaffen das teilweise auch ambulant. Aber manchmal ist eine intensive, unterstützende Therapie unter der Strahlentherapie, Chemotherapie notwendig, sodass manche Patienten tatsächlich stationär doch besser aufgehoben sind. Die brauchen dann manchmal eine Magensonde, weil das Schlucken schwierig wird. Das ist Teil der akuten Nebenwirkung, die dann abheilt. Sie brauchen zusätzlich mal eine Ernährung über die Vene oder mal ein Antibiotikum. Und da ist es ganz gut, wenn wir die dann sozusagen den Daumen drauf haben auf der Station und wir uns täglich um die Patienten kümmern können. Ja. Gibt es auch Fälle in dieser Krebsform, die Sie nicht beseitigen können oder bei denen Sie nicht helfen können? Das gibt es auch. Wie jeder Tumorerkrankung kann man auch nicht 100% der Kopf-Hals-Tumore heilen. Aber dann sprechen wir von der sogenannten palliativen Therapie zur Symptomlinderung. Das gelingt uns auch mit der Strahlentherapie, aber das hängt ein bisschen immer von dem ganz konkreten Fall ab. Also kann es sein, dass der Krebs Metastasen bildet zum Beispiel? Manchmal macht so ein Krebs auch Fernmetastasen. Es ist inzwischen so, dass wir mit der lokalen Kontrolle, also mit der Tumorkontrolle im Kopf-Hals-Bereich, sehr gut geworden sind mit der neuen Technologie, dass wir inzwischen sehen, dass Patienten lange leben und dann leider auch Zweittumore entwickeln können oder aber auch ferne Metastasen sehr spät entwickeln können, was wir vor 20 Jahren nicht gesehen haben, weil Patienten einfach oder weniger Patienten lange gelebt haben. Ja, ich meine, nun ist es ja so, dass also jetzt mal abgesehen vom Virus, dass die Auslöser ja ausgerechnet Suchtstoffe sind, also Alkohol und Tabak. Und man sieht ja dann doch immer wieder, dass das den Patienten nicht davon abbringt, das Rauchen dann zu lassen. Das heißt also auch, das ist, kann ich mir vorstellen, ist ein Problem, was Sie vielleicht durch diese langfristige Nachsorge vielleicht auch ein bisschen mit beleuchten können. Aber grundsätzlich wird er sich auch sagen, naja, jetzt habe ich die Krankheit ja nun mal, dann kann ich ja eigentlich auch rauchen. Ja, nein, ganz so ist es nicht. Also ich versuche schon, jeden Patienten vom Rauchen abzuhalten. Mit unserem ersten Treffen. Das ist ganz wichtig, denn wir wissen, Patienten, die unter der Therapie weiter rauchen, die Therapie ist weniger wirksam. Das ist bekannt. Okay. Und die Patienten haben mehr Nebenwirkungen, ist es auch bekannt. Und wenn der Tumor denn mal weggeht, hat der Patient eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass er wiederkommt, der Tumor, dass ein Rezidiv geschehen kommen wird. Und das ist das Problem. Und manchmal staune ich immer, egal, man redet auf die Menschen ein und die gehen durch diese harte Therapie, die ist ja nicht ohne, und sie rauchen trotzdem weiter. Und dann frage ich manchmal, was braucht es denn eigentlich für sie, dass sich der Schalter umlegt? Und da haben leider viele Leute ganz viele Ausreden, warum das nun jetzt gerade nicht ist oder erst nächstes Jahr sein wird oder nach dem nächsten Urlaub. Und dann, das ist ganz schwierig. Ja. Also mich bewegt das immer sehr, auch wenn ich morgens in die Klinik komme und mich begrüßen da rauchende Patienten und wir machen mit der Bestrahlungsplanung einen Handstand rückwärts und versuchen alles zu tun für den Patienten, das so schon, wie es irgendwie geht, zu machen. Und dann wird dann aber trotzdem weiter geraucht. Aber ich glaube, das darf man nicht persönlich nehmen. Das muss dann jeder letztendlich mit sich ausmachen. Ja, das wird vielleicht ein psychologisches Problem sein. Wir bieten Unterstützung an, was die Entwöhnung anbelangt. Solche Programme gibt es tatsächlich und bieten wir auch an, sei es mit Nikotinpflastern, Gesprächen und so weiter. Und es gibt doch auch Patienten, die das auch annehmen und denen das auch wirklich gelingt. Und wenn es dann gelingt, kann ein Leben danach so weitergehen wie vorher? Und wenn ja, wie hoch ist die Chance? Ich sage immer, mit dem Rauchen, das gelingt vielen Patienten. Und die können dann ihr Leben weiterleben ohne Rauchen. Ja, ja. Das gelingt vielen Patienten, vielen aber halt auch nicht. Aber es ist schon so, dass so eine Therapie an niemanden spurlos vorbeigeht. Ja, das ist tatsächlich so. Und wir haben eine Lebensqualitätsstudie durchgeführt und wir haben jetzt auch einen Langzeit-Follow-up, Langzeitverlauf, und ich habe da mehrere Doktorarbeiten auch. Wir haben inzwischen festgestellt, dass die Rehabilitation nach so einer Therapie im Schnitt tatsächlich 1 Jahr dauert. Patienten geben an, ist eine Fragebogenstudie, geben an, nach 1 Jahr sind sie ungefähr dort, wo sie angefangen haben, vor der Therapie.
Und wir wissen inzwischen, in der weiteren Arbeit haben wir aufgearbeitet, es ist tatsächlich so, dass sich nach 2 Jahren, auch was die späten Nebenwirkungen anbelangt, nicht mehr viel tut. Also der Status, der nach 2 Jahren erreicht ist, sagt den Patienten dann ungefähr, aha, das ist es jetzt. Und ich frage mich immer, ob es wirklich so ist, ob alles, sage ich mal, gut ist und wieder weg ist oder ob da nicht doch Anpassungsmechanismen eine Rolle spielen, dass Patienten einfach mit den Einschränkungen auch lernen, zufriedener zu sein. Was ja durchaus ein Ziel ist in der Heilkunde. Und das ist ein großes Ziel auch für mich und das ist immer wichtig, dass man dem Patienten das Gefühl ist, man sieht den Patienten als ganzen Menschen, nicht nur hier. Das ist der berufliche Alltag, der familiäre Alltag und dass man dem Patienten sozusagen die Hand reicht und die Tools in die Hand gibt, mit diesen Einschränkungen, die es natürlich gibt, auch klarkommt. Und das ist wichtig und das macht am Ende auch das subjektive Empfinden der Patienten aus, was die Lebensqualität anbelangt. Man kann also noch ein langes Leben damit führen, mit dieser Krankheit, wenn sie denn so behandelt worden ist. Ganz normalen beruflichen Alltag. Ich habe Lehrer, Dozenten, die reisen weiter, die machen ihr ganzes Leben ganz normal weiter und das ist das Ziel. Die Patienten nicht nur geheilt zu entlassen, sondern auch gesund und gut lebensfähig mit guter Lebensqualität. Vielen Dank für dieses spannende Interview, Frau Dr. Trivius. Danke Ihnen auch. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.